Ja, hallo, jetzt mal endlich wieder zu einem neuen Video mit mir, dem Lukas von Siesta NO23. Wir haben jetzt den 17. Januar, 15:42 Uhr und heute ist ein Sonntag. Ja, ich möchte euch jetzt erstmal einen Kanal vorstellen, und zwar den Kanal von X66SIG. Der hat bis jetzt 5 Videos gemacht. Alles Modern Warfare 2, also COD6. Und ja, ich finde die Videos persönlich ziemlich cool. Der wird auch noch mehr machen. Aber der hat jetzt nur 6 Abonnenten. Und deswegen würde ich mal sagen, Leute, abonniert ihn. Der macht echt klasse Videos. Wie ihr seht, ich habe ihn auch schon abonniert. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich stehe mit ihm sehr viel in Kontakt. Und ja, ich mache jetzt sozusagen, in Anführungszeichen, auf seine Anfrage Sony Vegas Tutorials. Und damit auch eine Premiere für meinen Kanal mit Sony Vegas. Ja, also ich fange jetzt mal an. Als erstes starte ich mal Sony Vegas Pro 9. So. Was ich heute machen werde ist, ihr kennt das vielleicht, wie das in hier unten so ein kleines Zeichen ist mit dem Kanal, Emblem oder sonst irgendwas. Ich mache jetzt erstmal eine neue Datei. Mache die natürlich in Full HD. Und 32 Bit und optimal und gehe einfach mal auf OK. So, jetzt gehe ich jetzt erst in den Explorer und nehme erstmal ein altes Tutorial von mir jetzt so als Beispiel. Nehmen wir mal das Burnable Free Tutorial. Und dann haben wir hier das Video. Und dann fangen wir erstmal an, indem dass wir hier die Moment, dass wir hier die Ränder wegbekommen. Dazu machen wir einen Rechtsklick auf die Videoline, gehen auf Umschalter und auf Kantenseitenverhältnis beibehalten. Machen wir das Häkchen weg. Dann haben wir keine Ränder mehr. So, damit wir das Wasserzeichen einfügen können, brauchen wir noch einen neuen Videotrack. Dafür macht ihr hier unten einen Rechtsklick rein und geht auf Videotrack einfügen oder drückt STG, Umschalt und Q, was hier direkt auch steht. So, die ist direkt ganz oben, so wie wir es brauchen. Und das ist natürlich auch unser Kleiner. So, jetzt nimmt man einfach irgendein Bild. Ich nehme jetzt einfach hier den Abonnieren-Button von mir, den ihr vielleicht aus einem Intro von mir kennt. Ja, machen wir den erstmal so lang, wie das ganze Video ist. So, wie man sieht, der ist noch ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen groß. Aber das Problem beheben wir jetzt. Also, erstmal machen wir hier auch ein Rechtsklick drauf, gehen auf Umschalter und machen das Häkchen weg bei Bildseitenverhältnis beibehalten. Muss erstmal weg. So, dann gehen wir hier auf Event Panorama. Und dann öffnet sich dieses Fenster. Mache ich jetzt mal hier ein bisschen größer. Auch vernünftig arbeiten kann. So. Das ist das Fenster. Und hier sehen wir unseren Abonnieren-Button. So. Jetzt ziehen wir erstmal das hier auseinander, damit der Abonnieren-Button kleiner wird. Natürlich jetzt blöd. Wie ihr seht, der wird dann kleiner. Je größer ich das ziehe. Und dann kann man es wie in Photoshop drehen, wie ihr diesen Kreis sieht, einfach klicken und dann drehen. So, ich zoome jetzt mal weiter raus. Das sehe ich doch ein bisschen kleiner. So. Jetzt macht ihr es einfach so weit, bis ihr es auf der gewünschten Größe habt oder bis es nicht mehr weiter geht, wie jetzt bei mir. So, jetzt habt ihr hier das Feld, wo drin ihr diesen Abonnieren-Button, was ihr sonst da reinmacht, verschieben könnt. Also am besten tut ihr ihn wahrscheinlich ganz unten hin oder halt oben irgendwo. Auf jeden Fall in irgendeine Ecke. So. Dann schließt ihr das einfach und dann wäre es das jetzt erstmal. Natürlich kann es sein, dass wenn man sich selber so ein Logo erstellt mit Photoshop und das aus Versehen nicht transparent macht oder nicht, dann nicht richtig speichert,
dass dann außen rum so ein viereckiger Rand entsteht, wie bei mir jetzt hier gelber Rand. Um dieses Problem zu beheben, kann man einfach hier wieder auf Moment hier Event, ne? Event Panorama gehen und geht hier unten auf Maske aktivieren. So, jetzt habt ihr hier diesen Stift. Damit könnt ihr jetzt einfach wie bei Photoshop so einen Rand ziehen. Ich mache das jetzt auf die Schnelle. Ich mache das ordentlicher. So. Und wie ihr seht, hat man hier nur noch den weißen Inhalt mit der Schrift. Dann kann man es hier wieder schließen. Und fertig ist die Geschichte. So, jetzt muss man natürlich noch durch diesen Button oder was auch immer was sehen können. Dafür macht ihr einfach hier bei Pegel den Balken etwas runter. Ja. Ich mache das jetzt mal wieder groß. Oder größer. Mal jetzt einfach mal Play. Wie ihr seht, kann man durchsehen, dann sieht man diesen Punkt und ja. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Trick, vor allem dem Sick, und wie gesagt, abonniert ihn, abonniert mich, also uns, Jonas und mich. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und haut da rein, ich bin raus. Tschüss!